Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ja, erfolgreicher Klimaschutz ist eben nicht mit einer Maßnahme getan. Davon braucht es ganz, ganz viele. Und erfolgreicher Klimaschutz hat ganz viele Aspekte. Und deswegen haben wir diese auch versucht, in einem Antrag darzustellen. Und deswegen, Frau Pall von der CDU, klar, deswegen haben wir hier diese unterschiedlichen Aspekte auch aufgelistet. Es ist aber eben mehr als ein Blumenstrauß. Und es ist eben natürlich auch mehr als nur der Kohleausstieg, lieber Herr Brockes, weil da haben Sie sich ja auch anscheinend nicht abgestimmt, was das angeht. Uns werfen Sie einerseits vor, es ist nur der Kohleausstieg, und andererseits wäre es ein Blumenstrauß. Also da müssen Sie schon noch mal ein bisschen klarer werden. Erfolgreicher Klimaschutz muss eben alles einbeziehen, alle unterschiedlichen Aspekte. Die Verantwortung der Industrieländer und die Unterstützung der sogenannten Entwicklungsländer. Erfolgreicher Klimaschutz muss mit einbeziehen, dass eben auch ein Ausstieg aus der Finanzierung von fossilen Projekten, also ein Divestment, notwendig ist. Und erfolgreicher Klimaschutz muss eben sich auch angucken, wer ist eigentlich besonders betroffen. Und besonders betroffen sind eben gerade Frauen im globalen Süden. Und das ist ganz klar, denn besonders diese Frauen haben geringere politische und wirtschaftliche Macht als die Männer dort. Sie leiden mehr unter Armut, sie leiden mehr unter Hunger. Und das muss man sich angucken. Und weil wir hier Menschen in diesem Haus haben, die schlichtweg einfach frauenverachtend sind, können sie nicht die Realität einfach verneinen. Wir müssen uns auch dieses Themas annehmen. Erfolgreicher Klimaschutz muss eben aber auch konkrete Maßnahmen beinhalten in Kommunen, in den Staaten, auch auf einer Landesebene. Und Bekenntnisse zu Paris hören sich alle immer toll und schön an, aber es braucht eben mehr, es braucht konkrete Maßnahmen. Und deswegen, Herr Pinkwart, ist eben auch der Unterschied zwischen der 2005 bis 2010 regierenden schwarz-gelben Regierung schon ein anderer zu dem, was wir danach gemacht haben. Wir haben eben nicht nur uns Ziele überlegt, sondern haben konkrete Maßnahmen sind wir angegangen. Und ja, ganz ehrlich, natürlich hätten wir uns als Grüne auch manchmal mehr vorstellen können, als wir eben mit der SPD erreicht haben. Und deswegen, weil es eben nicht einfach nur um Bekenntnisse geht, muss auch die neue Landesregierung handeln und sich nicht einfach nur bekennen. Wir haben das Problem, dass in Deutschland wir eine riesige Klimalücke haben. Deutschland wird die 2020-Ziele verfehlen. Und da hat auch Nordrhein-Westfalen einen Anteil dran und muss eben handeln. Und der größte CO2-Emittent ist der Energiesektor. Und wenn eben wir in dem Bereich was erreichen wollen, dann macht den größten Batzen eben aus, wenn wir aus der Kohle aussteigen. Und dass ich das noch erleben darf, dass wirklich unsere Ausstiegsforderungen für einen Kohleausstieg der SPD zu weich sind. Also das ist auch eine ganz neue Erfahrung, aber man lernt ja auch hier immer weiter dazu. Und ich kann Ihnen versichern, wir bleiben bei dem, was wir auch beim letzten Mal beantragt haben. Wir wollten Ihnen ersparen, jedes Mal immer wieder die gleichen Formulierungen. Und deswegen haben wir hier diese Formulierung an dieser Stelle so gewählt. Und um noch mal einmal zu sagen, die Weltklimakonferenz sind wichtig, aber wir haben eben nicht weitere 23 Weltklimakonferenzen Zeit. Ich wäre gerne noch auf Ihre Argumente eingegangen zum Thema Versorgungssicherheit. Die sind alle widerlegt, die werden in den letzten Tagen von immer mehr Leuten widerlegt. Und diese Dinge sollten Sie einfach sich mal anhören und nicht einfach nur einen Siemens-Firmengründer zitieren, sondern vielleicht mal die aktuelle Siemens-Unternehmensführung, die eben ganz klar sagt, wir brauchen Kohleausstieg und wir müssen jetzt diese Signale senden. Und Herr Brockes, ich hätte eben Ihnen auch anderen eben so viel Auffassungsgabe zugetraut, diesen Antrag hier innerhalb von einer Woche zu lesen und dann auch zuzustimmen. Und deswegen bitte ich Sie auch, fassen Sie sich ein Herz, stimmen Sie zu und bekennen Sie sich nicht nur, sondern werden Sie auch aktiv. Herzlichen Dank.